Moin, Servus, moin, herzlich willkommen auf JCM Sports zu Raw After Extreme Regeln. Ich hab mich angemalt, Oh no. Die rote Hose ist angemalt worden. Okay, der Opener heute, Biggie gegen Cesaro. Gegen Cesaro. Ja, ihr unten seht ja schon die Rivalitäten. Bei Raw. Rusev gegen Kane. Oh, European Tournament Internationales Duell. Ja, aber es geht nicht um die nächste Runde. Nee, weil Rusev ist ja bei mir im Block und Kane ja bei dir. Richtig. Da geht's ja dann. Da haben wir Match 3. Ich glaube, mit Kane geht's sogar schon dann danach. Bei Mania geht's sogar schon weiter, nicht? Richtig. Müsste. Ja, Leute, zwei Matches in zwei Tagen. Naja, passiert. Nee, Mania ist erst am Mittwoch. Ein Tag Pause. Oder ist Mania am Mittwoch? Ach, nein, ich bin blöd. Dann. Return. Big Show ist zurück als aber Manager. Nur als Manager, ich weiß, wir wissen nicht, ob er eine Ringfreigabe hat. Er ist erstmal nur als Manager dabei. Nachdem Rowan ihn verletzt hat und Rowan ist auch Manager. Manager, also mal schauen. Deswegen trifft Mark Henry auf Luke Harper. Mm. Luke Harper, neuer Tag Team Champion mit Eric Rowan jetzt geworden. Gestern Nacht. Und dann haben wir Rivalitätsmatch. Also, Sheamus gegen Corey Graves, vielleicht passiert was mit Cesaro. Das wissen wir jetzt noch nicht. Deswegen. Schwung langsam, genau. Und Main Event. Ein heißes Main Event. Wir müssen übrigens Seth Rollins. Und wir wissen ja, Seth Rollins ist gestern der Hardcore-Champion geworden. Ja. Und sollte Rey Mysterio das Match gewinnen, ist Rey Mysterio der neue Hardcore-Champion. Nicht, wenn er es gewinnt. Wenn er Seth Rollins besiegt. Da es kein Hardcore-Titel-Match ist er nicht offiziell für den Hardcore-Titel. Aber wenn er gepinnt wird, also gewinnt, sage ich genau, mal, wenn das er Match gewinnt. Ja, aber wenn, sag ich mal, Seth Rollins ihm im Stuhl schlägt, ist Seth Rollins weiterhin. Ja, auf jeden Fall. Hardcore Champion. Es geht nur darum, weil es kein offizielles Titelmatch ist, dass wenn er gepinnt wird oder das ermittelt oder so, dass er dann genau verlieren würde. Auf jeden Fall. Unten die Rivalität, ihr seht CM Punk. Ich hab was geplant. Ob es klappt, weiß ich nicht. Sehen wir dann. Das sage ich euch dann vor Payback. Wir haben Biggie gegen Cesaro. Moin Zug. Du musst den Sprung einstellen. Und das Ding macht Biggie nach seinem Return. Cesaro boostet sich weiter, nachdem er eine sehr starken Match. Ja. Gut, ja, kann man schon sagen, gegen. Das Match war gut. Cesaro, das war das zweitbeste Pay-Per-View, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir ja Rusev gegen Kane. Also natürlich wäre es schön, wenn Rusev gewinnt. Ja. Muss man mal sagen, weil Kane wird nicht so ernst machen. Wegen dem European Tournament. Er wird es vielleicht ein bisschen ausruhen. Ja, Rusev hat noch ein paar mehr Tage frei, der ist erst nach nächsten Woche mit seinem European Tournament Match dran. Ne? Ja. Und deswegen, Rusev gewinnt auch. Dann haben wir das 1 gegen 1. Ich glaube, dass Luke Harper noch einen kleinen Vorteil hat, weil Big Show, glaube ich, noch nicht hundertprozentig fit deswegen, ist. Deswegen, ja, glaube ich aber auch. Deswegen glaube ich, dass Luke Harper einen Vorteil hat und deswegen gewinnt das auch. Oh nein! Vielleicht hat Big Show doch die Refreigabe gehabt. Mark Henry besiegt den neuen Tag Team Champion Luke Harper. Schon interessant. Boah. Sag mal, Sheamus und Corey Graves. Sheamus macht das. Ich hoffe auf Corey Graves. Hoffst du in jedem Match, deswegen. Ja. Ah, aber oh, wir haben eine neue Nachricht. Der Herausforderer Sheamus. Cesaro. Cesaro hat dem Champion Sheamus mehr als klar gemacht, dass er seinen Titel bald verlieren wird. Vor allem wird es ihm klar gemacht. Böses Gerede. Ob es stimmt? Man munkelt. Main Event Time. Wer gewinnt, weißt du? Ja, das hast du mir vorher gesagt. Hm? Und wenn wir zu spielen, also ich hab Bock auf Ray. Nein, spiel ich Seth, ist doch alles super. Seth hat sehr Erfahrungen, ne? Ja, Raw heute Abend. Ich find SmackDowns ein Match. Wie sagt man das? Match Render? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Cooler. 619! Booyaka Booyaka! Weil der gleiche Text nicht. Booyaka Booyaka! 619! Hey! Booyaka Booyaka! 196! Hat er den Interesse immer noch? Was steht hinten rum? Halt mal kurz ruhig, Junge. Der vorderen Call, das ist geil, for one, for all, das ist for the Hardcore Championship. Introducing first, from San Diego, California, Rey Mysterio. Shield. And his opponent. From Pensacola, Iowa. Pensacola, Florida. So rum. Nee.
kommt da? Keine Ahnung. He is the Hardcore Champion representing the Shield. Seth Rollins. Der erste Hardcore Champion, er könnte den Titel direkt wieder verlieren. Da wäre ein Tag Hardcore Champion gewesen. Ja. Was macht er jetzt? Er schleicht in den Ring rum. Achtung, mein lieber Freund. Weg mit dir. Seth Rollins schleicht in den Ring rum. Hallo, Achtung, Achtung. Hat er führt. Was ist denn los? Hohoho! War das ein Knee Strike? Ja! Standing Shooting Star Press! Das könnte schon gewesen sein. Oh ne, Ray steht auf. Whip in von Seth Rollins. Kurze Seiten gewechselt. Alter, Spinning Heel Kick! Yeah! Yeah! Guck mal, Seth Rollins, da räumt das meinen Tisch ab und Michael Cole so ganz ruhig. Ja, und dann ist das passiert und dann das. Hardcore! This is awesome! This is awesome! Oh, was wird das? Der Elbow? Hui. Oh. Oh, Seth Rollins! Schlägt zu. Chain Wrestling. Auch mal mit einem Match erst. Oh, Headlock Takedown. Und Ray scheint hier technisch versierter zu sein. Und nochmal. Aber diesmal hat Seth den Vorteil. Takedown. Und Ray. Waistlock. Oh, Ray mit einem Takedown. Und der Schlag. Oh, nochmal das Spinning Heel Kick. Ray macht seine Sache bisher sehr gut. Er möchte beweisen, dass er das Potenzial hat, den Titel von CM Punk abzuziehen. Ja. Ray Mysterio. Was glaubst du? Hat er Chancen, sich den Titel zu holen? Ich bin trotzdem auf Punks Seite. Ich finde, Punk ist einfach der bessere in dem Fall. Glaube ich aber auch. Muss ich ehrlich sagen. Und? Oh, Moonsault! Wunderschön. Von Ray Mysterio. Was ist das? Der Kick. Und jetzt. Oh. 619! Buyaka, Buyaka. 619! Ist der mit? Der ist mit! Mit dem Big Splash Cover! One! Warum war der Highlight jetzt auf einmal? Das hat mich vorher verwirrt! Das Highlight hat mich verwirrt! Deswegen gewinnt der Ravis Series neuer Hardcore Champion! Das Highlight hat mich komplett verwirrt. Das Highlight kam auch aus dem Nichts. Das hat mich komplett ausgemacht, ey. Das hab ich komplett ausgemacht. Deswegen gewinnt der scheiß Rey Mysterio jetzt hier. Ansonsten, ja, ist der vorhin sicherlich rausgekommen. Ja, wäre ich auch. Aber diese Scheiße, warum kommt das nach dem Splash auf einmal so komplett random? Was passiert jetzt vielleicht? Uroh! Also. Ja, Rey lässt sich feiern. Aber wir müssen. Kurze Erklärung, wir haben uns ja nicht als Titelmatch eingestellt, das heißt wir müssen ja nach dem Match umstellen. Ja, deswegen feiert er auch nicht im Titel, ist egal. Er ist neuer Hardcore Champion. Das müssen wir aber jetzt immer, glaube ich, erklären. Ja. Und damit sehen wir uns bei Main Event und Superstars wieder. Richtig. Bis dahin und tschüss.